Na, Two, geht. one. Haben alle Key? richtig Key? Talente drinne? Key? Ja, Wer hat den Key. Key? Bele. Oh, ich hab Inka und Inka läuft, läuft und Oh, läuft und Dela. läuft und läuft. Okay, das ist schon Ja. explizit, oder wie? Ja, von meinen 30 Sekunden Inka habe ich jetzt noch 10. Wenn, nein, nicht mal mehr, nicht mal mehr. Oh, du kannst nichts dann, oi. Nee, da kannst du gar Schon nichts machen. Nee, aber der tut mich jetzt nochmal hochstacken. Aber ist egal, den einen kriegt der down, oder? so. Zwei, eine Boah, Sekunde. ich hab fast vergessen, dass Tela hier mit die Reise nach Jerusalem macht. Ja, ich muss halt mein Dings. Nee, ist keine Kritik, aber ich muss mich da wieder dran gewöhnen, ey. Ich muss ja meinen Stack auslaufen lassen. Ja, Ist das ja ist okay. fucking Dings da, Ich Wumms habe da. halt den ganzen Tag nur mit Dele gespielt, da ist das alles ein bisschen kontrollierter. Danke. Dele kann kontrolliert Was wahrscheinlich. da? Ne, der rennt halt nicht, der macht halt Leap und solche Sachen, weißt du? Das heißt, die Mobs rennen dann halt einen geraden Weg. Fuck, Ja, der ist verfehlt. gestunt, der ist gestunt. Warte, ich kick ihn raus. Ah, war doch guter Son. Ich. Ich renn diesmal nicht, das denke ich mal, können wir gegen Dings nicht sterben, denke ich mal, schnell genug. Die ballern mal richtig aus dem Leben. 9 Überleg sind gerade, ob wir nicht Crits, morgen okay. aus dem Tool einfach zwei DKs weiden als CD mitnehmen, damit die das rankrappen können. Jetzt immer nur Mist. Wir die könnten müssen echt nichts machen anderes machen. eigentlich, wir brauchen nur einen DK, Mann, ja, ist klar. Warum sind wir nicht gleich drauf gekommen? Na bitte, die Premium-Gildengruppe, also ohne Gilde und ohne Gruppe. Ja, was können wir dafür, wenn plötzlich hier von Kevin der scheiß Kumpel quittet, der Pisser. Ja, das der ist natürlich Ficker. ätzend. Von einem Warte, Tag auf den ich anderen, lauf. der hat gestern noch ganz normal mit uns geredet. Den habe ich sogar noch ein scheiß Item gegeben mit Paladin. Das ist bitter. Ja gut, so eine Entscheidung kann über die Nacht reifen. Fuck. Wenn die Kirche die Blüten, das Eis wahrscheinlich auch rippt. Komm raus da. Alter, ich häng halt richtig in den Seilen, Mann. Scheiße, Dürfen wir heute war bloß echt die hart. Putt nicht verkacken. Wo ist Wenn die ihr mir Putt? keinen Rank 1 geklaut hättet, wäre ich halt nicht so mad gewesen. Das ist die Putt. Ah, das Oder ist wir echt machen die, kacke. oder? Nimm die Putt mit einfach. Wir können sie, Oh, ja stimmt, wir einfach. können sie machen. Ich Nimm pull die sie mit. raus. Ich Wir pull sie brauchen nur raus. 11%. Ja, ist eigentlich recht. Ich hätte sie eigentlich geskippt. Wenn du die am Ende skippen willst, die ganzen Gruppen What dort. the fuck? Wir müssen aufpassen, dass wir nichts anderes ändern. Ja, ich renne nur nach unten. Jo. Oh, das war gut. Rötling? Das Ding. Ja, das war gut. Echt? Macht das so Ja, viel ich Schaden? war. Nee, ich war relativ low. Okay, ich muss weglaufen. Ich hab 26. Spearbitling ist halt richtig geil mit Nekrotik. Dann switcht Ja, das hin und her dein Spearbitling Leben, oder? ist richtig nice. Ja, passt. Ich hab resettet. Birdlink war schon immer mein Lieblings-Heal-CD. Nach Barrier. Naja, Das habe mit ich. Barrier. Ich hab, ich glaube, ich im ganzen Addon bis jetzt noch keinen Spearlink gesehen. Ich habe ein paar Ich Kills mit mag Schamanen gemacht. Barrier nicht. Die alte Barrier war halt geil, die absorbt hat. Müssen wir mal gucken, dass wir da rumkommen, ohne dass wir die Dings adden. Weil Macht die kaum ziehen wir jetzt Damage. rüber. Die ziehen wir jetzt rüber. Die könnten wir übrigens skippen, wenn wir die gar nicht machen wollen, wenn wir immer hier adden, ne? Weil dann könnte ich immer, Eigentlich. What the Hab fuck? dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab Ja, dich. ich kick sie mal weg. Dann Was hab ich kommst, dann kommst. Kannst du in die Arena Okay. ziehen? Ja, ich zieh sie dann gleich rüber. Okay, Weil ich es hab noch ist, zwei da Sekunden. unten ist einer runtergefallen, irgendwie runtergebackt, der kommt jetzt außen rum. Oh, scheiße, wenn der Könnte jetzt sein, alle dass der zieht. was mitbringt. Naja, deswegen müssen Warte, wir schauen. wir müssen zurück, dass er andersrum läuft. Weil da sind alle Mobs, ich muss jetzt durch die Grütze durch, sonst addet er alles. Ich hab ihn da unten gemacht, an dem Ja, Flanken. ich muss hinten zur Treppe laufen. Oh, ist das kacke, dass der so rumläuft, sonst addet der alles. Warum ist denn der runtergefallen? Fuck, ich glaube, die sollst du einfach skippen mit Mass-MC-Typen hier. Siehst du Dings, das? weil Ja, die. der ist Ja. einfach runtergefallen. Warte, ich Lauf laufe rum, an Instanz. lauf rum, geh ganz nach hinten, Taylor. Geh Ich einfach gehe an um, da rum. Instanzeingang, ja, sonst hätte jetzt alles geändert, dann wären wir gerippt Ja, gewesen. Ja, da ist er, okay, Ja, gut passt. mitgedacht. Ich glaube, das Ja, lag an ist meinem durch den Typhoon, Knorpel dass wieder er runtergefallen runtergefallen. ist. Ich Ja, hatte nicht was gedacht, dass eigentlich gar ich. nicht gehen sollte. Ich dachte nicht, dass ich den Mob runter typhoonen kann. Das Eigentlich ist können ja. Mobs auch nicht runtergenockt werden. Doch, bei sowas ja, glaube. Also warum Okay, nicht? weil da hatten wir jetzt Das richtig ist ja, Lack, dass ihr das gesehen hattet. praktisch wie eine Klippe einfach runterschmeißen, wo du nicht, also wie ein Hügel einfach bloß, wo du auch runterlaufen könntest. Kannst ja einfach runterfallen. Der hätte uns halt die ganzen Mobs da unten alle zusammengepult und dann wären wir am Arsch gewesen. Und zwar richtig. Ey, deswegen haben wir, glaube ich, letztens die Instanz gepult, Dele. Ja, wahrscheinlich, stimmt, genau.
Das ergibt Sinn eigentlich. Die hauen richtig aber raus. Aber die sind dann irgendwie wieder resettet, komischerweise. Die kannst du nicht mal CC'en, die Typen. Achtung, Achtung, Taylor. Ja, dann sag mal, die Hunde, die geben, glaube ich, gut, oder? Ich kann die Hunde, nicht mal, Hunde ich kann müssen wir einfach noch schauen, kann dass die nicht die Hunde erreicht. Haben HT, die Assis. Ja. Ich hab halt keinen Raw ready. Ich muss mal ja, ganz gut, dahin. Alles gut. Okay, eine Sekunde. Okay, ich hab resettet. Ja, fokus mal die Hunde weg. Ja. Ja, oder geben die gut, oder wer gibt Video? Nee, ich war nicht enraged. Die einen Typen, die hauen halt recht gut rein und außerdem... Die Enforcer, ich würde die Enforcer killen. Aber ich hab noch... Ich ja, ich muss raus, ich muss raus. Bis los. Ich hab 5. Achso, wie war noch? Ich muss wieder weglaufen. Ich hab gleich wieder Typhoon. Okay. Ja, das trau ich jetzt nicht, ich hab ja Prolong Power geholt, aber nicht benutzt bis jetzt. Das einzige, was du machen kannst, ist Knockback und Stun und Ding geht nicht. Okay, aber das passt. Das passt, der kommt sie noch, nicht. Ziehst du noch zu dir rüber? Okay, oder am Rand, am besten? Oh ja, yeah, ich kick mich halt wieder ins Nirvana, dieser Kackmob. Ich ihn hasse. Ja, ja, das kommt gleich der Boss hier. Lass kurz den Dings noch hier laufen. Gut, das ist ein bisschen außen richtig. Ablegen, eventuell. Recht gut, ich glaube bei dem Hund, meinst du? Aber wir müssen. Jetzt zieh den nach außen, zieh den aus einfach. Ich glaube, der charge dahin, wo wir stehen, also steht einfach am besten hier so zwischen blau und grün. Denk dran, gut poppen. Und direkt pullen, wenn geht. Jo, sobald er kommt, pull ich ihn. Und Report, pull Report, kommt. Und go. Jetzt mal richtig rein, Berlin Boys. Extra gepottet. Maschine. Ja, auch Agro, glaube ich. Nö, also die Agro-Anzeige zeigt, dass ich Agro habe. Du hast auch keine Stacks. Irgendwie. Stimmt, ja. Stacks. Weil der sich immer so zu mir umgedreht hat. Ich hab ja, ja, ich habe gerade geguckt, aber im Omen bist du nicht. Das nur Eis. Welchen Schiff von den gerade dodgen, den er gemacht hat? Nee. Also, sie macht auch ein bisschen mehr als du. Der ist gerade nicht im Damage Meter sichtbar, ja. Echt? Du wachst bis 12k, 13k. Ja, du bist. Ja. Wenn dann hätte Dings aggro. Oh, oh, er darf mich nicht raus. Oh mein Gott. Der ist hinter mir gespawnt, what the fuck. Oh fuck, sorry. Ja, ja, der hat mich da rausgenockt. Der scheiß Vogel ist genau im toten Winkel gespawnt. Ich bin noch nie von dem getroffen worden. 20 Keys nicht. Wie, ach, da kommt der Vogel. Jetzt weiß ich, wie man den dodge. Ich hab's verstanden. Ja, ich hab den. Willkommen im BFA. Alter, komplett verwirrt. Fuck, Alter, ich hab mich gewundert, da steht Bird Inc. und ich so, what? Das ist jetzt ein Bird, ne? Hast dich jetzt die Mechanik muss ich halt nicht großartig spielen hier, normales Rhythm. Oh, das ist hier genau hier, steht genau hier. Oh, sagt halt, oh, krass, die ist echt nice, ey. Okay, da muss ich ja wie du schreiben, dass er was Gutes gemacht hat, nachdem ich ihn geflammt hab. Boah, aber uns fehlt ganz schön Single-Target-Damage, ey. Aber wieso, ich war doch... richtig Cancer. War eigentlich nur war gerade ein bisschen Tailpool. Aber warum fehlt ein Single-Target? Wir haben doch so normale Damage gemacht. Der Boss hat mega lange gelebt. Ja. 12, 13k machen wir immer, ne? Da drüben wird's gleich lustig. Die haben wir bei dem anderen, bei den anderen plus 8 Keys auch gehabt. Müssen wir gleich ein bisschen zurückpullen hier. Vor allem, wir müssen die Neutralen am besten wegmachen. Weil die stacken mich hoch und die geben, glaube ich, auch Lachen. Ja. Also ich habe alle CDs, wir können zumindest auf jeden Fall ein Pack machen. Möchtest du rechte oder linke irgendwie? Nee, warte mal, ich pull erstmal den Neutralen hier raus und lass den mal hier töten. Also zumindest meine CDs mal raus sind, weil ich habe Bladestorm und Ding. Okay. Ein so ein Pack irgendwie bei ja, ich pull das Pack jetzt nach rechts. Moment. Okay. Hier, also hier auf die Dings pull ich das okay, Pack. Okay, alles klar. Boah, ja. Fuck, alle neutral mitgenommen hast du? Ja, ja, aber das müsste gehen. Ich soll den Stun ran, hab ich den, ich hab'n Stun. Okay. Ihr knockt den dann einfach rüber. Knockt ihr einfach rüber. Oder ich interrupte? Okay, passt. Kite einfach. Stunne. Achtet auf den, ich glaube der charged oder so. Ja, der Charts, sollen wir den. Oh mein Gott, habe ich einen Sprachfehler oder was? Okay, Stacks sind ausgelaufen. Button kommen. Unangenehmer Pull. Achtung, Ratten, ja, da hinten. Ist auf jeden Fall den hier. Die Ecke, in die Ecke, geht dann in die Ecke. Der darf sein Ding nicht machen, der Skull halt. Ich hab keinen Skull. Ich hoffe, die Totems pullen nicht. Ich hoffe, die werden jetzt halt aufeinander sterben. Jetzt müssen wir kann da ich den Blinden, den Typen? Okay, warte mal, hier können wir ihn töten. Das war jetzt schon mal der essenste Pull, weil jetzt hast du Platz quasi. Die restlichen können wir dann auf die Brücke ziehen. Platz. Die Neutralen sind halt das Ätzende, aber sonst krieg ich die Aggro nicht, musst du die alle da schnellst. Okay, da müssen wir raus. Okay, easy, okay.
Und auf einer Seite. Ja, lass die links noch machen. Jo, ab zu dir. Wie können wir dann auf die Brücke, oder ich kann auch über die Brücke dann laufen. Den Interrupten, Skull Target. Weil ich zu hoch stack, flitze ich. Roar habe ich auch, müssen bloß schauen, wo die Ratten kommen. Achtung, Charge, Charge. Fuck. Ah, ich habe 14 Stacks, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen weg. Aggro habe ich, die müssten einfach sterben. Ja, easy. Jetzt sind sie, dann laufen sie natürlich da am Blut vorbei. Ja, das ist ein Artikel, ist egal, das sind 5% bloß. Okay, da ist den hier drin. Ja, da kriegt vielleicht 2-3, aber. Okay. Jetzt müssen wir die Ratten noch machen. Essen hier nebenbei, esst einfach in der Zeit, wenn wir warten müssen. Ich weiß jetzt halt nicht, warte, wenn wir den einen Neutralen hier rauskriegen. Kennt ihr nicht die Event-Trigger und dann die Ratten, ne? Ja, die Ratten, weil dann haben wir hier richtig, lass lieber, die Neutralen bringen hier auch Punkte. Lass einfach ein paar Neutrale machen da, weil, lass lieber dann warten, bis die Ratten kommen. Wir brauchen eh Prozente. Sowas würde Dedekani tun. Ich hab CDs auf jeden Fall. Warten würde Dedekani. Ja, wir können ja da mal ein paar andere Mobs machen, ist ja easy. Das würde er trotzdem nicht tun. So, jetzt dann ein Pullover jetzt, weil jetzt sind die Ratten weg. Nee, ich will die Ratten als erstes machen und dann die Kackviecher. Die kommen. Ja, lass die schnell töten. Fuck. Achso, ja, gut. Ich hab gedacht, die werden zurückgelaufen. Gut, du nicht gesorgt. Die Ratten ziehen wir dann. Jetzt sollten wir die machen. Ja, ich lauf rüber. Du musst 6 noch droppen, warte. Oh, ich bin betäubt. Ich bin betäubt in der Schütte. Ja, da ist Scheiße drin. Ich bin auch so ein Betäubter gewesen. Warte, ich pulle jetzt die Ratten. Ich pulse jetzt. Hab sie dich. Nicht springen, Leute. Das ist der Debuff. Nicht springen. Dann kommt. Knockback. Jetzt nicht ist er. Ich hab ihn mal rausgeknockbackt. Okay. Ich bin fast runtergesprungen. Okay. Hat er gestern jetzt. Rotzmuseum einfach. Den Knockback gesehen. Ah, die Fallen sind halt gefährlich, ey. Warum werfen Ratten Fallen? Du Falle der Nazi. Da hab ich mein Inker dafür gewesen. Das war eigentlich dumm. Ich hätte eigentlich für den Großen jetzt gleich. Das war jetzt. Ja, die müssen auf jeden Fall auch in Hierarchies später gedodged werden, die ticken richtig nasty. Ja, richtig scheiße. Aber wie kann man die dodgen? Das ist fast unmöglich. Du musst auf die Animation schauen. Und die werden immer auf den Spieler geworfen, das heißt, du musst... Ja, ich weiß, aber dann hast du aber ein riesiges Feld. Jetzt hier, oder? Ich weiß. Okay, 3, 2, 1, auf geht's. Da kommen jetzt gleich richtig viele. 90% meiner Mythic Plus Tode in der Beta waren von diesen Fallen. Fuck. Hierarchies. 90%. Dann kommt. Bleib stehen. Okay, ja. Nice. Okay, mein Ding ist jetzt ausgelaufen, perfekt. Oh nein, nur ab. Ich hab Wall ab. Hab dich. Ich hab 10 Stacks, warte, ich tue sie. Na, wenn ich's jetzt knockback, dann sind sie in der Schütte drin. Mach nicht. Keine warte, so, jetzt passt, oder? Da war kein Dings. Oh, kacke, jetzt muss ich moven. Hilft alles nix. 3 Sekunden habe ich von Nova wieder. Die dürfen jetzt bloß nicht in die Schütte reinlaufen. Ja. Aber ich glaube, das passt, oder? Ich glaube, passt. Geht, passt ja. Okay, jetzt müssen wir vielleicht. LOS oder so. Ich ziehe sie dahin. Ich hab Akku. Komm. Herr Bakro? Nee, du hast keine Akku. Das ist fixate. Ich hab von allen Akku. Ihr seid nur fixiert. Fuck, der hat den schnell rausziehen hier. Taylor, komm wieder zurück, dann kannst du den ja dann. Ja, warte, der eine muss nur sterben. Und dann charge ich durch. Jetzt. Easy, jetzt ist die Volt nämlich dahinter. Passt. Oh, der gibt mir ganz schön. Ja, die hauen ordentlich. Darfst du ihn halt bloß nicht durch die Lache killen, aber dann haben wir den schwierigsten Teil vom Trash zumindest schon mal hinter uns. So, warte, dann lass hier noch die. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht. Doch, lass die einfach machen. Wir haben relativ viele Prozente, gibt's dann. Soll ich bloß schauen. Gleich oder knock. Ja, warte, ich zieh ihn sofort raus hier. Er ist halt geslowed. Ja, ich hätte ihn knocken sollen. Der Slow ist halt zu hart. Die Kleinen sterben zu schnell eigentlich. Ich hab Akku. Von den Non-Elite, ja. Ich tue. Ja. Aber hättest du den lieber gekitet, den Non-Elite? Da jetzt haben wir die Fläche hier bei der Ratte flacken. Ja. Oh, Trap, komm. Aufpassen, Trap. Warte. Oh, ich stehe drin, na gut. Muss ich bloß schauen, dass wir nichts. Oh mein Gott. Stehst du in der Schütte? Oh, ich bin da drin getrappt. Der Heiler Doppeltrap für sein Leben tickt. Also bis jetzt ist noch keiner gestorben, oder? Null Deaths, what the fuck. Warte, jetzt machen wir hier mal die Dings. Dann können wir die einen links auch noch machen und dann sind wir... Warte mal, kann ich das noch... Ich hab's desorientiert.
Okay, so passt. Wenn du einen Schaden gehst, halt so gut mit Mastern, ne? Das ist halt richtig ja, gut. Ja, es ist richtig, richtig gut. Ich springe übrigens. Ich mag Charmis. Mag auch Spirit Link als CD. Warte. Meinst du, weil du überall drinstehen kannst, wenn die Mates dafür büßen? Jetzt, ja, ja, ich. Hier, passt, passt, passt. Der eine Steine stirbt und dann liegt er draußen, passt. Jetzt machen wir ganz gechillt die eine Gruppe. 58 Sekunden auf HT. Und dann müssen wir die Neutralen am besten da wegnehmen, weil die erwische ich sonst mit meinem Cleave. Außer ihr wollt Special Tactics machen. Aber ich würde sie lieber, ehrlich gesagt, einfach jetzt killen. Ja, wir haben ja eh doch noch 40 Sekunden auf HT. Ist alles okay. Ja. Investieren. Ja, mach, wir müssen den Boss halt safe spielen, damit wir den Boss dann mitnehmen können. Wir machen auf jeden Fall die Taktik mit dem Bug. Diese Woche leider der langsame, der schwächste von den Mobs, aber mein Gott. Ja, die sind jetzt in dem Shit gestunt. Wir haben immer noch, wir können die eine Trash Gold. Die Kotze hier ist etwas hässlich allerdings. Obwohl. Wollen wir die überhaupt machen, weil wir das mit dem Boss machen? 15 dann? Sekunden lass. Aber das ist echt üblich hier mit dem Sänger. Ja, dann lass lieber noch eine Trash-Gruppe machen. Lass einfach jetzt eine Trash-Gruppe nochmal. Ja. Und die müsste. Na gut. Die hätten wir nicht machen müssen, ja, ist klar, aber ich glaube, dann können wir alles andere fast skippen. Wir können ja am Ende alles skippen zum Endboss mit Rock Self. Dann machst du lieber jetzt noch was, wo du warten musst. Weil Ach, hier komm, den ganzen. Kommt von der Seite. Ja, ich zieh sie ein bisschen hinter. Ah, du kriegst gleich Acker von dem. Ich glaube, ich dann 15 Stacks. Ich muss eigentlich weglaufen, aber dann ziehst du durch den Shit. Das will nicht enden. Ja, ja. Dann kommt. Ich muss aber gucken, dass sie nicht durch den Shit laufen, aber so passt, glaube ich. Achtung, ihr dürft nicht hingehen an den. So geht er nicht rein, okay, perfekt. Aufpassen, nicht den Boss pullen, dann nehmen wir. Das Ding ist hier am Rand oder so abhängt, oder? Oh ja, warte. Komm mit. Nee, noch weiter in die Mitte, da springt der Boss hin, genau. Bisschen weiter in die Mitte? Ja, genau so. Der Boss springt nämlich genau da. Okay, jetzt können wir... Wegholen, Abfahrt. 3, 2, 1... Pot, kommt. Auf welchen geht er jetzt als erstes? Der Euphora. Eudora. Die Fotze halt. Ah, oh, super, ich hab die falsche... Okay, ich hab sie, passt. Boah, schießt immer von rechts nach links. Einfach hinter sich stellen. Ich zieh den anderen mit dazu. Einfach dahinter stellen, dann ist easy. Pack mal meine CDs ins Leere. Aufpassen, Dele. Und was kriegt der Damage? Was ist das? Random Damage, oder? Ja, ich hab von beiden Aggro. Denk dran nicht, dass du raus. Der Boss gleich wie hätte dir überhaupt, ne? Ey, geht dir oben gesagt. Angriff, das war mein Fehler, fuck ey. Hütet euch. In alle Leben hol ich Trash. Die springt euch nochmal. Was da? Ich schau euch. Deswegen meinte ich wieder. Oh, pass auf, da die Mob ja, wieder nicht dahinter. Nicht die Gruppe adden. Boah. Okay. Achtung, Sanguin, Achtung. Ja, ich muss da. Oh, fuck it. Die geht jetzt down. Dann wird's einfacher. Okay. Jetzt müssen wir den runterhauen. Oder so. Weil ich glaube, wir sind safe. Ich geh auf 20% Trash holen. Ah, und dann machst du mit dem Schuss hier den Trash kaputt, oder was? Ja, der bleibt jetzt Fight Forever und der macht die Packs alleine. Der knallt mit 300k pro Hit. Ist der härteste Abuse, den ich aus der Beta kenne. Bist du dir sicher, dass das noch geht? Das Ding ist, wenn du stirbst... Ja, das haben wir schon oft probiert, ja. Das Ding ist, du darfst bloß nicht sterben wie wir, dann boxt der Mob einfach weiter. Weil dann boxt der so viele Packs, bis er out of combat geht, weil du halt nicht lesen kannst, weil es das Boss bei 10. Also bei uns hat er, wir lagen dann 10 Minuten da und wir haben viel Trash holen. Das Ding ist, durch Sanden... Nimm doch die Putt hier mit, nimm die... Oh. Nee, die brauchen wir nicht. Wir haben gleich ist der tot. Musst nur nicht hier gleich durch. Fuck. Oh, warum ist der hat mich sofort gekillt? BR. Du bist ein bisschen weit gegangen vielleicht. Nee, BR'd. BR auf mich. Nee, das Pack war mega schnell, der komische. Wenn ich dahinter laufe, resette der Boss. Nicht töten, BR. Okay, Damage Stop. Ja, Taylor muss erstmal da hinkommen. Ja, aber wenn ich da hier stehst, kannst du ihn BR nicht damagen. Geht das? Oh. Er steht ja an der Seite BR. Reichweite. Er ist hinten bei blau, ist er hinten. Ja. Nicht annehmen. Okay, pass. Ja, ich hole euch. Ich kill nicht den Mob. Ich muss aber was gucken, dass ich Wut krieg, ne? Sonst ripp ich. Ja, jetzt habe ich die Partie. Nee, die war mega schnell. Die hat mir einfach sofort einen Hit gegeben. Warte, können wir ihn schon killen oder noch nicht? Erst wenn die Mobs hier sind und er drin ist. Tele, du musst jetzt antanken. So, antanken und jetzt sollte es gehen. Okay. Aber die stacken mich halt hoch. Ja, wir haben ihn. Okay, passt was. Müssen wir da gut reinwollen, dass Tele nicht stirbt. Ich muss unbedingt resetten gehen. Dann komm, bleib stehen, kurz. So, weiterholen. Warte, noch nicht so schnell. Lass ihn ein bisschen lau hauen, oder?
Das Taylor Rips. Warte, warte, der eine, das ist nur der eine. Okay, passt, kannst du einen holen, ja. Ich will eh einen Sanguin drin. Ah, der kämpft einen Sanguin gegen den Assi. Ah, super. Ja, ist egal. Ich pull ihn raus, ich pull ihn raus. Warte, warte, noch nicht. Nein, nein, bei dich. Haben wir Akku? Infight, infight. Oh, fuck, also Glück. Ja, wir haben ihn. Achtung. Du kannst direkt nicht holen, ja. Ja, ich bin schon unterwegs. Ne, aus irgendeinem Grund hatten die einen Range-Attack, der mich direkt oh fuck, wir müssen uns beeilen, der ist gleich tot. Nicht mehr Damage drauf machen, Dele. Lass den kurz, so stoppen, ja. Oh fuck. Alter, das war richtig brutal. Der geht down. Ich weiß gar nicht, warum die mich sofort umgebracht haben. Achtung, Achtung. Dann ist übrigens ist der gesamte Trash. Das wird jetzt heftig, das wird heftig. Nein, der resettet, der resettet. Fuck it. Bin noch nicht dran an den Mobs. Ja, ich kann, die haben mich gegrabt mit der Harpune. Oh, das reicht viel jetzt. Ist der resettet? Habt ihr ihn gekillt? Ja. Oh fuck. Ja, der hat den halt platt gemacht. Nein, tank das, hol dir. Dann müsste ich releasen können und dann komme ich. Ja, kann ich. Ich hab jetzt halt. Wir müssen alles die kleinen killen. Wir müssen die kleinen killen, Leute. Ich zieh die CDs. Hast du nochmal einen Stun? Nein. Nein. Ich hab einen Freeze. Oh, fuck, okay, da kommt noch eine Trash-Gruppe. Die Putt. Ich laufe jetzt. Wir können aber instant releasen hier, das ist das Gute. Ja, ja. Ah, das war natürlich richtig bitter, dass der gestorben ist, ne? Achtung, ich vier. Ich habe meine Stacks resettet. Nee, du musst bei den Pullen hier auf der Schwierigkeit richtig aufpassen. Die werfen irgendwas. Achtung, Achtung. Dich one-shottet. Ja, ja, das ist. Das ist richtig krank gewesen. Wow. Ich habe jetzt halt keine Dev-CDs mehr und den kann ich nicht knockbacken, oder? Nee, aber ich muss jetzt weglaufen. Ja, ich kann mal gucken, ob ich es einmal taunte. Ich taunte es einmal. Oh, okay. Ja, ich habe mein Stack aus mit Charge auslaufen lassen. Oh mein Gott, Achtung. Dann manchmal habe ich mehr Glück als Verstand, echt. Haben wir es doch gleich in die Mob-Gruppe. Wir haben 88% Kannst du eigentlich jetzt einfach facetanken, Taylor, glaube ich. Könnt ihr den Mob ohne mich killen? Ja, ich. Jetzt kann ich facetanken, ja, ich habe wieder resettet, passt. Okay, easy. Ich inwisse, ich reite durch in die Arena und starte den Encounter mit dem Schwein. Ja, passt. Ja. Wenn's mich aus dem Fight lässt, das bist. Denk an die Putt, denk an die Putt nicht. Ja, ja, hier, weil Trash ist nämlich komplett weg, dann sparen wir uns den Dings. Wir können ja den an der Brücke schon machen, oder? Hier rechts an der Brücke vielleicht noch? Nee, ich starte gerade den Kampf. Du kannst auch hier welche reinziehen beim Bosskampf. Lauft einfach alle durch, wir können das auch. Das kann Taylor nachher machen, die vor, direkt vor der Brücke. Warte, du kannst hier halt schon Mobs jetzt. Das dauert eh ewig mit dem Schwein. Lass mal, warte, dein Taylor hol die. Achso, okay. Ja, warte, ist da. Hat der Heiler. Rex du? Okay, ich pull welche. Pull. Ich hab Mana-Pots, ich hab alles auf Lager. Kannst zweimal eigentlich was hier am Anfang, bis du Schwein kommst. Wir haben eh schon gleich 100, wir brauchen nicht noch mehr. Und dann, bevor der Schildkröten-Typ kommt, dann kannst du auch nochmal. Okay, ich hab grad die Aggro verloren von den Mobs. Desorient. Kill den mal, den Skull-Target. Ich kick's jetzt einmal weg und lauf ein bisschen. Hast du einen Schatten? Ja gut, ich bin runtergestackt, passt. Warte mal, die sollten hier nicht in der Mitte sterben, aber wenn ich am Rand die hitte, dann. Wobei für die Schildkröte ist es okay, egal. Okay, kommt zum Skull. Oh fuck. Scheiß wie. Jetzt haben wir halt das Blut hier. Müsst es erwischen. Oh, holt das. Okay, einmal noch. Nein, noch. Okay. Renn zum Essen. Ja, Tatela, geht zurück zur Brücke. Und hol das von der Brücke, oder? Oder wann kommt die Schildkröte da? Oder nicht über den Weg? Die Brücke kannst du doch eh skippen. Da musst du doch, wenn du richtig springst, dann ist eh easy. Ja, gut. Ja, okay, und dann machen wir die zwei am Ende der Brücke und dann. Du kannst eigentlich alles vom ersten Boss skippen, wenn du es gut. Vom letzten Boss. Aber AK2 haben wir brauchen jetzt nicht so. Doch, lass es probieren. Oder? Jetzt noch 4 Minuten. Müsstest du dann danach nur noch den Endboss legen, nach den zwei. Ja, so brauchen wir noch eine Trash-Gruppe. Ich bin halt einfach ein Kacke. Das war mein Fail, ich hab nicht aufgepasst. Achtung. Ja gut, wir machen so schnell wir können und gucken einfach mal. Aber an 8er zu-chesten ist auch echt schwer. Jetzt zum Erpolen müssen wir schneller. Ja, aber gut, dann hätte man ihn halt auch wahrscheinlich hätte depletet. Also vielleicht hätte man die Zeit gespart, wenn der Boss nicht gestorben wäre, weißt du? Dann so schnell wie das Pack dann gestorben wäre, vielleicht hätte das dann knapp gereicht. Ja, aber das war richtig retard, weißt du? Ich hole halt das fucking Pack. Auch das hat mega viel Zeit gekostet. Werde einfach one-shotted von irgendwas, was sie auf mich geworfen haben. So nie passiert. Ich muss so langsam mal sterben, der Boss irgendwie. Der stackt mich jetzt.
fucking Ludwig, Mann. Boah. Ich hab jetzt nichts mehr, der musste sterben. Oh, oh mein fuck, Gott. Fuck. Der stackt mich halt so. Du kannst den auch releasen, aber. Ja. Ja, ja. Komm ich dann hier? Komm ich dann hier raus? Nee, ich komm da. Das dauert ja, du hast noch 30 Sekunden Zeit. Ja, das ist schnell. Das Event dauert zu lange. Eigentlich kann ich... hat den Boss ja auch geheilt. Ich hätte das Schwein wahrscheinlich früher triggern müssen. Selbst dann hat man es nicht geschafft. Den Boss triggerst du auch nicht mal, also den musst du angreifen, dass er kommt. Den insgesamt. Aber der ist halt mit vielen Melees halt schwierig. Rebuff. 2 Minuten oder so werden uns am Ende gefehlt haben. Ja, ich hätte den One-Shot kassieren dürfen. Wir haben noch CD. 2 Minuten CD. Mit Metal-Rest und so, das hat halt mega... Fuck! Oh, ich hab jetzt halt hier gezündet. Oh nein. Müssen wir gleich Drums ziehen. Ich hab bloß die Haie nicht ins Melee-Camp. 5 Minuten. Ich hab auch noch HT, keine Angst. Ah, okay. Ja, ihr habt über HT geredet, hab ich Brain auf Karte rechts geklickt. Ah, Damage! Bitte nicht ins Melee-Camp, bitte nicht ins... Oh fuck, jetzt sind wir gefickt. Oh fuck, ich hab mich irgendwas. Hi. Er ist nicht auf mir, er ist auf Ding, auf Eis, glaube ich. Oh fuck, mir ist der Hai. Nimmt ihn! Er macht so Damage, Mann. Man erkennt die auch richtig schlecht. Hm. Also bei mir hat der Nameplate bei ihm, ich hab keinen Nameplate für den. Wo ist unser Heiler? Hi, Tornado, weg. Ich kann den zum Glück hitten, auch wenn ich draußen stehe. Also zumindest mit hauen. Digga, lass mich in Ruhe, du scheiß Ding, Alter. Das ist so ein Wix-Boss. Ich hab den letztens mit nur Melees gespielt, das weiß ich nicht. Das, wenn der einmal im Melee-Camp ist, der zerrupft dir halt das komplette Melee-Camp. Also darfst du halt eigentlich nie reinziehen. Wenn du einfach läufst, dann. Ach, das ist kein Problem. Ja, du kannst ja alles dodgen hier. Der macht ja gar keinen Schaden, nur der Tank auf dem Tank. Fuck, Mann, wie lange wirbelt der denn? Der ist auf mir. Aber der verfolgt doch ständig dann einen anderen, das wird mir voll paranoid. Ist da keine Weg auch dafür, dass man verfolgt wird? Musst du durchs Blut ziehen, dann wird er slower. Ja. Nicht durch die Minicam. Wie bitte? Einfach töten. Ist da keine? Glaub nicht. Aber ich müsste mal gucken, irgendwer wird schon irgendwas basteln. Du musst die halt nicht machen, die ihr gemarkt habt, ne? Ihr könnt hier einfach... Hier ja, oben. Wir brauchen noch ein 3,1. Ja, aber lass mal gucken. Ende der Brücke. Wenn ihr hier... Alles skippen, Vorsicht. Springt einfach mal runter, wenn wir es nicht adden, dann machen wir sie nicht. Dann reicht nämlich das kleine Pack. Wir haben sie nicht geaddet, oder? Mhm. Was ja, noch ist da halt. Der Shami. Ja, der addet sie auch nicht. Dann lass die 2 machen, die müssten noch reichen. Das langt eigentlich. Ja. Und dann laufen wir hoch. Dann wir geben 3%. Ja, das reicht. Und dann kannst Schurken du alles stellt, skippen. Stimmt. Ja. Weg mit dir. Oh. Ich habe den extra da mal von dem anderen weggekickt. Dann haben wir 2 Lachen, die nicht beieinander liegen. Natürlich jetzt nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich mir noch irgendwas rausgeht. Kann man da bei Teller stehen? Ja, da kommt ihr. Kommt mal her. Also machst du das einfach hoch, oder was? Ja, mach. Ich muss wieder aufmachen. Und zapp dann den ganz links. So, seid halt und... Ja. Zapp den aber, dass wir vorbeikommen. Ja, nice. Haben wir jetzt halt nur relativ wenig Platz, aber... Nee, wir machen das hier hinten, das ist lang. Ja, das geht schon. Muss HT ziehen, ne? Gut. Ja. Pull kommt in 3, 2... 1 und Pull kommt. 3, 2, 1, go. Lass mal in der Ecke einfach anfangen und dann können wir ihn ja langsam rumziehen. Also ich werde ihn erst zu dem komischen Holzding ziehen und dann wieder zurück quasi. Schauen wir mal. Als Single Target. Okay. Kann 2 Ticks stehen bleiben. Oder es wird gut abgelegt, dann müssen wir... Dürft euch ja bloß nicht in die Scheiße reinkicken lassen, also lieber alle zur Wand stellen. Und auch nicht, und nicht runterkicken lassen. Ich glaube, runter kann ich gar nicht fallen. Echt, geht das? Aber wir dürfen halt bloß nicht... Also wenn wir das Trash-Mob, wenn wir die Trash-Mobs da hinten pullen, die zerrupfen mich in einer Sekunde. Das ist echt vorbei. Ich kam nicht mehr hoch, ich musste gebattle-rest haben, weil ich nicht mehr hochgekommen bin. Die dürfen halt auf keinen Fall adden. Oh, lass dich nicht da reinkommen, oh scheiße. Oh mein Gott.
Lauf zum Steg, ich zieh ihn dann hinten, hier hinten du weiter. Kannst du echt nochmal zwei ablegen, ist das easy? Ja, ja. Easy, easy, easy. Kannst oh, sogar, wenn du richtig dreist bist, kannst du auch drei ablegen, aber dann kriegst du wieder Pech, hast manchmal einen Tick. Oh shit, auf mir schon wieder. Was ist denn mit dem Boss? Hä? Was ist das? Irgendwie buggt das jetzt gerade hier. Ich komm hier gerade nicht raus. Oh, Alter, oh mein Gott. Raus da. Wir danken. Oh fuck, Alter, ich bin gerappt. Nein! What the fuck? Oh mein Gott. Alter, das ist irgendwie Mann. Kacke. Wir haben Battle Rest, war der ja, Bomb. Ich muss Wut stacken, dass ich euch retzen kann. Muss mich das am war Leben dieser, der Typ, der sich explodieren auf. Lässt. Bloß ein Tick von der Fläche. Ich, als nächstes, ich kann halt jetzt keine Defensiv-Spells drücken, solange alles, ich alle... Alles, alles noch da, alles gut. Okay. Das war der Bombentyp, der hat euch mit richtig aus dem Leben gefickt. Ja, du musst den eigentlich als Range umhauen, weil wenn ja, der hier reinkommt... Der sprengt sich selbst in die Luft und ja. Ja. Um. Ich finde eher, dass das schon eins, man. 1, 2, 3. Ach ja, übrigens, Delikan, ihr hättet mich bei Altar der Bombentyp, für meine 2 Sekunden Run-Taktik. Hast du gesehen, wie gut das funktioniert hat? Dass niemand Damage bekommen hatte bei dem Boss? Ja, ich weiß. Das war richtig insane. In Time, oder? Ah, viel hat nicht gefehlt, ja klar. In 2, 3 Minuten. Das ist gar nicht die Kiste. Ich aber das hätte er wirklich mit ne, wenn ich nicht gestorben wäre, wir vorher nicht gestorben wären. Oh, ich hab den auf 370 bekommen! Oh lol! Gib mir den! Den kann ich erst nicht traden und zweitens brauche ich ihn selbst. Nein! Ich hab einen Ring, den ich nicht. Warte mal, ich bin gerade am gucken. Ich hab echt einen Key, der auf jeden Fall machbar ist. Welcher? Lass den direkt ballern, Mann, der ist echt. Ja, gib mir das Trinket, ich geb dir den Ring. Alter, ich hab eigentlich mein Biss-Trinket an, aber das ist halt noch leckerer, Alter, geil. Ah, das würde ich halt auch nehmen. Wir haben die perfekten. Mein R, aber. Skips. Gott plus Stat Upgrade wäre das für mich, also wenn du. Alter, ich bin bei dem Boss richtig Hundenapf beim Endboss, Mann. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Aber wenn du willst, kannst du genau. Ich würde den Tank-Tentakel wegballern halt. Was würdest du nehmen? Den Ring würde ich nehmen, aber. Ich würde den auch hinnehmen. Also bei mich sind eigentlich Sets alle gleich gut, also ich würde einen bloß nehmen. Ich würde auch nehmen, für mich ist er richtig gut. Also Crit Tempo ist halt mein Mainset, ne? Ja, rollt halt einfach drum, keine ja, Ahnung, ich brauch nicht. Na bitte. Na die. Ja gut, für mich ist nur für Offspec, also. Jo, GZ. Nee. Also für jemand soll, Item Level Upgrade? Soll ich den zweiten besten geben, dann gebe ich ihm Russen. Ja, ist es für jemand Item Level Upgrade oder sowas? Nee, es ist für mich halt nur Start Upgrade, ich habe sogar einen höheren. Aber es ist halt bis dazu. Also ich würde halt den hier tauschen, ne? Ja, gibt's nicht hier, Shami. Ja, dann handeln wir. Also, wir sind jetzt gerade gerippt, warum? Weil ein Bomber mich unterbombt hat, oder? Ja. Der hat einen Fass gezündet. Ja. Also, er lag Barrett gemacht. Klar, wir sind halt. AE und das sind irgendwie so 60 oder 70k und dazu habt ihr noch einen Tick von der Bombe bekommen, von dem in Flächen. Und dann ja, dann. Du musst den halt hier eigentlich kiten, aber bei so wenig Platz ist halt schwierig. Das Ding war halt, da war irgendwie alles. Wir hatten irgendwie die Targets gekriegt, alle aufeinander. Wir wurden irgendwie weggewählt und kam noch dieser Bomber. Weil zum Glück hatte ich 3 Battle Rats. Ganzen Raid einmal gerettet. Das ist halt echt OP, vor allem als Tank. Ja gut, aber das Problem ist, ich brauche 30 Wut für einen Rett. Ich habe jetzt 90 Wut rausgeballert. Ich brauche das, wenn der Heiler tot ist, brauche ich eigentlich meine Wut, um mich am Leben zu halten. Und ich muss halt alles wasten. Ich kann mich nicht heilen, ich kann keine Active Mitigation oben halten und ich kann auch keinen Zermalm Damage drücken. Das aber das haben sie dann verändert, weil früher war das doch irgendwie so, dass... Ja, du hast früher mittlerweile ist es, als Tank willst du nicht retzen. Das fickt dich richtig. Du hast nichts mehr dann. Du bist dann komplett offen. Was hast du für einen Key gekriegt? Boralus 9. Das ist auch easy. Das Problem ist tatsächlich machbar. Ich hasse diese Instanz komplett. Es ist meine absolute Hassinstanz. Ich habe nur ein einziges Mal gemacht. Übrigens, es gibt einen guten Trick. Also, wir können ja wirklich viel skippen. Safe skippen. Und es gibt einen guten Trick, wo man Trash-Prozente bekommen kann. Und zwar, da ist doch irgendwo was, wo man in Deckung gehen muss. Wo man da irgendwie unter so einer Brücke läuft oder so. Wo die doch dann ballern und wenn man nicht in Deckung ist, wird man direkt weggeballert. Und wenn man da drüben auf der anderen Seite ankommt, schießt der eine Mob so Void Zones auf den Boden. Da kann man Mobs reinpolen und quasi in die Mobs reinbaiten, der ballert die dann um. Die haben dann sofort. Aber schau, das war doch eine gute Idee, die Neutralen da oben zu machen, um ein bisschen, während wir gewartet haben. Da hast du es halt safe und die machen ja nichts und kriegst halt auch, die haben mal auch 1,5% gebracht. Safe pullen und nicht wipen ist das Beste. Wir hatten jetzt. Ach, Dele, ist das so? Wir hatten jetzt, glaube ich, noch 6 Minuten auf In-Time oder so. Und der 9er ist jetzt auch nicht viel knapper oder schwieriger als der 8er. Also, es ändert sich ja nicht wirklich. Pixel sind dieselben und so weiter.
einfach safe spielen und. Wollt ihr für den nicht einen richtig krassen Random reinholen? Und dann machen wir den 10er zusammen? Ey, ohne Witz, ich hasse diesen Dodge, das ist jetzt kein Meme von mir. Ohne die schaffen wir es nicht. Weiter. Was versuchen, entweder wir... Ihr wollt jetzt noch einen Key machen? Komm, direkt ins... Ich bin müde. Danach ist Schluss, definitiv, weil dann... Ich kenne Boralos, war ich nur ein einziges Mal Mythic plus 0, ne? Die Instanz kenne ich echt quasi nicht. Das ist doch beste Voraussetzung. Boah, und ich hasse sie wie die Pest, Mann. Bitte, nehmt doch irgendeinen so komischen 360er DD aus dem Tool, der rührt auch. Ja, leider macht er nichts. Ja, oder, weißt ja, du, wieder morgen... wieder so eine komische Wiegengestalt. Morgen frisch, alle ohne fertig. Wir haben halt auch so ein gutes Setup für die ganzen Mobs mit Damage und so, die sterben halt schon echt schnell. Dele riecht seinen 10er Key und seine 10er Chest, jetzt ist er wieder heiß. Alter, eigentlich sollte er so schlau sein, dass es jetzt der Deplete ist. Ja, ich sag's dir, wir depleten den 9er jetzt, dann hast du wieder nichts gewonnen. Oh, da hab ich jetzt Angst, den heute Deplete ist oder morgen Deplete ist, mein Gott. Ich bin übrigens gefangen hier vor dem... Ich sehe schon, mein King's Quest 9, den machen wir nachher, ist auf 10, ne? Das ist der Key, das ist der grandiose Key. Ah, King's Quest ist aber auch fies. Ich finde Boralos halt echt gar nicht mal so einfach ohne. Auf ich 9. Hasse diese Instanz, ich ertrage die nicht. Weiß halt nicht mal, ob die krass schwer ist, ich, ne, wenn ich du kann, die halt nee, nur Dings ich, gelaufen bist. Die Affen, bist. Alles, ich ertrage diesen Scheiß nicht, das ist eine einzige Troll-Instanz. Das Ding ist, skippen wir. Du musst die Affen skippen, ja. Gehst praktisch rüber zu Dele, also Dele springt rüber, liebt rüber, stellt seinen Mount und wir klettern alle aufs Mount rüber und klettern rüber. Was sind das für Special Tactics? Und dann machst du was und bist an und rennst einfach durch. Alter, Leute, ihr könnt das heute nicht echt mit Random machen, das klingt schon. Das ist echt easy, das haben wir schon oft gemacht. Hat okay. Bisher immer geklappt. Du musst wissen, wie schmeiß ich denn von meinem Mount die Ads runter? Du kannst da drauf drücken, links. Du kannst da auf die. Oh, hast ja rechts so ein Symbol von der Mount, und dann drückst du drauf und dann kriegst du. Na gut, dann weiß ich, dann können wir zwei Leute jeweils gleichzeitig rüberholen, dann passt das. Easy. Jetzt ehrlich, also es geht. Delek brauchst du einfach drüber lieben, dann kannst du in das Mount reingehen, ich kann Shadow steppen und dann kannst du einfach rübergehen. Da gibt's so praktisch eine Runde. Bosse sind eigentlich auch relativ. Wenn du vibest, der Key eh depleted, von daher ist eh scheißegal. Also beim Nainer vipen ist deplete, brauchst du gar nicht weitermachen dann. Haben die nicht gefeiert auch und alles, die Mobs, dass du dann irgendwo ins Nee, dann machen wir Masse-Listen vorbei. Aber wir haben Timo-Totem. Bei den Großen gibt's auch ein, die kann man einfach, wie diese Mobs in Court of Stars. Ja, ich sag ja nur für Taylor. Also wenn man die Großen spielen würde, das ist funktioniert wie mit diesen Enforcern in Court of Stars, du kannst das LOSen um die Ecke. Also du kannst dir an der Ecke...